Rund um die Uhr im Einsatz für Verkehrssicherheit. Die Tunnelleitzentrale von Straßen NRW. Wenn unsere Mitarbeitenden im Kontrollraum der Landesverkehrszentrale einen Tunnelblick bekommen, hat das gute Gründe. Denn Straßen NRW ist nicht nur für den Betrieb und die Ausstattung von mehr als 40 Straßentunneln in Nordrhein-Westfalen zuständig. Unsere Operatorinnen und Operatoren der Tunnelleitzentrale, kurz TLZ, sorgen außerdem dafür, dass hier rund um die Uhr ein störungsfreier Verkehrsfluss gewährleistet ist. Hierfür überwachen Sie das Geschehen im Tunnel per Video und mithilfe einer aufwendigen Messsensorik. Gleichzeitig haben Sie Zugriff auf zahlreiche Sicherheitseinrichtungen, über die Sie im Falle eines Falles schnell eingreifen können, wenn es im Tunnel zu einer Betriebsstörung oder zu einem unvorhergesehenen Ereignis kommt. Bleibt beispielsweise ein Fahrzeug im Tunnel liegen und es wird ein Notruf abgesetzt, kann die Tunnelleitzentrale in kürzester Zeit entsprechende Maßnahmen einleiten. Das Team der TLZ sperrt den Tunnel und informiert die betroffenen Personen darüber, wie sie sich zu verhalten haben. Gleichzeitig wird die Polizei in den Tunnel gerufen, um den Liegenbleiber zu unterstützen und abzusichern. Sobald das defekte Fahrzeug abgeschleppt worden ist, wird der Verkehr im Tunnel wieder freigegeben. Schnelle Hilfe leisten die geschulten Mitarbeitenden der TLZ auch bei einer Vielzahl anderer Ereignisse, beispielsweise einem Unfall, Hochwasser nach einem Unwetter oder einem Brand, dem Worst Case, der glücklicherweise nur sehr selten vorkommt. Sollte ein Tunnel vorübergehend gesperrt sein, kann das übrigens auch daran liegen, dass die zahlreichen Sicherheitssysteme regelmäßig gewartet werden müssen, damit Sie jederzeit sicher unterwegs sind und auf Ihrem Weg durch die Tunnel in NRW garantiert nicht in die Röhre schauen.